Und willkommen zurück zu X4 Foundations. Ich bin auf dem Rückweg zum Hauptquartier und schau mal. Erreiche Tarkas Schlucht 16. Was wir noch alles hier anstellen können. Grundsätzlich. Naja, den habe ich schon. Erkunder 2 ist in 3 Einigkeit. Den schicke ich jetzt mal zur Argonenschiffswerft, weil da kann ich ja auch mal gucken, ob ich irgendwie den mit Hüllenteilen was Gutes tun kann. Jetzt auch keine Ahnung, wie jetzt aktuell die Xenon-Situation gerade ist hier. Ja, was habe ich mir gedacht? Erstmal wieder zurück. Ah, es repariert sich aber doch ein bisschen von alleine. Das machen wahrscheinlich dann doch die Reparaturdrohnen. Jetzt. Dann ist ja gut, dann kann er ja zurückfliegen. Weil der Reparaturpreis ist jetzt nämlich geringer geworden. Tarkas Schlucht 24. So, dann gucken wir doch mal. Die Sigaris-Pioniere. Bisschen Lore mal gönnen. Nach der Schwungtorabschaltung waren viele unterschiedliche Gruppen aus dem gesamten Netzwerk im Sonnensystem gestrandet. Die tyrannische Regierung war vorsichtig im Umgang mit diesen Flüchtlingsgemeinschaften, die sich plötzlich in ihrer Mitte bildeten. Um sie von Sols innerem Kern fernzuhalten und das Beste aus einer schwierigen Situation zu machen, rief die tyrannische Regierung die Pionierinitiative ins Leben. Mit dem erklärten Ziel, die am weitesten entfernten Randgebiete von Sol zu erkunden und zu besiedeln, versammelten sich die vertriebenen Gruppen unter ihrem Banner. Als eine Schwungtorverbindung wiederhergestellt wurde und Neptun plötzlich an mehrere nicht beanspruchte Systeme angrenzte, ermutigte die tyrannische Regierung die Pionierinitiative dazu, sich aus dem Sonnensystem hinauszuwagen und den neu entdeckten Raum zu erkunden und zu besiedeln. Die Pionierinitiative, froh darüber, nun ein eigenes Zuhause zu haben, hieß nach der Wiederentdeckung des Sigaris-Systems immer mehr unterschiedliche Gruppen willkommen und distanzierte von ihrer tyrannischen Herkunft durch Änderung ihres Namens in Sigaris-Pioniere. Ihre Bemühungen um echte Unabhängigkeit sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Es ist ein heikler Balanceakt, da sie für Schutz und wirtschaftliche Unterstützung immer noch stark auf die tyrannische Regierung angewiesen sind. Ihre Hoffnung und Überzeugung ist, dass der beste Ausweg aus dieser nachteiligen Situation darin besteht, sich auf wissenschaftliche Fortschritte zu konzentrieren, die eines Tages zu wirklicher Unabhängigkeit für sie führen konnten. Also ja, die wollen sich also wirklich von den Tyrannern unabhängig machen. So, bei den Tyrannern. Das tyrannische Protektorat ist der Nachfolger des United Space Command, USC und der AGI Task Force ATF und vom tyrannischen Oberkommando damit betraut, das Sonnensystem zu schützen und die Bedrohung durch die Xenon zu eliminieren. Die Umstrukturierung dieser Verantwortlichkeiten erfolgte, nachdem das USC die Zerstörung des Taurus Eternal durch ausländische Saboteure nicht verhindern konnte. Ah, das war so eins dieser Fragmente, wo wir vorhin drin waren. Es wurde also sabotiert, so wie es ausschaut. Ein Vorfall, der die tyrannische Bevölkerung zeichnete und die Fähigkeit der Regierung, das Sonnensystem zu schützen, in Frage stellte. Während der Schwungtorabschaltung nutzte die tyrannische Regierung die Gelegenheit, um ihre Bürger zu beruhigen. Getrennt vom Netzwerk florierte ihre Wirtschaft und das tyrannische Protektorat verstärkte seine Präsenz im Sonnensystem. Kritiker der tyrannischen Regierung behaupteten, die Einrichtung des Protektorats sei lediglich ein Versuch gewesen, das USC umzubenennen und die zugrunde liegenden strukturellen Probleme seien geblieben. Es ist jedoch unbestritten, dass das tyrannische Protektorat jetzt anders arbeitet, als seine Vorgänger erst taten. Das Protektorat ist äußerst beflissen bei der Verteidigung des inneren Kerns des Sonnensystems, bis zu dem Punkt, an dem nicht einmal alle tyrannischen Bürger sich der Erde nähern dürfen. Zudem ist es auch stark in die Außenbeziehungen des Sonnensystems involviert. Unzufrieden mit dem in ihren Augen misslungenen Umgang mit dem Xenon-Problem seitens der Gemeinschaft der Planeten, hat das tyrannische Protektorat einen viel proaktiveren Ansatz gewählt, um die Xenon im gesamten Netzwerk anzugreifen. Es entsendet regelmäßig Flotten, um Xenon-Kessel auszurotten, ohne Rücksicht auf die Souveränität des betreffenden Raums.
Es scheut auch nicht vor aktiver Einmischung in die Angelegenheiten anderer Regierungen zurück, um deren Haltung zur AGI-Technologie zu beeinflussen. Sein vorherrschendes Ziel, die Xenon um jeden Preis zu zerstören, bringt es häufig in Konflikt mit der Gemeinschaft der Planeten. Stiller Zeuge. Ja, das... Und Feinde? Ja, ich werde also quasi als Feind gesehen. Zugangs... Ja, aber ich kann hier eine Zugangslizenz zum inneren und äußeren Kern zu bekommen. Also ich würde jetzt mal tippen, es gibt noch weitere, es gibt noch weitere Systeme, wo ich reinfliegen kann, um mir da vielleicht ein bisschen Ruf zu erarbeiten, indem ich vielleicht ein paar Xenon jage oder sowas. Erreiche System 18 Milliarden. Weil was anderes kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen. Ich muss jetzt echt mal regelmäßig dann immer mal wieder gucken, was dann hier abgeht. Der geht natürlich jetzt wieder zurück auf seine Position, um die das da zu verteidigen. Wie sieht es denn aus, höhlentechnisch? 93%. Ich denke mal, die Reparaturdrohnen machen ihren Job. Es sind aber nur 4 aktiv. Ja gut, das macht nichts. Oh. Oh. Aber da war gerade ein Terraner-Schiff, eine Tokio. Aber ja, gut, dass die sich natürlich jetzt rauswagen aus den terranischen Gebieten, ist klar, weil wir haben ja gerade erfahren, die jagen die Xenon, die wollen die Xenon ausrotten. Quasi kann man sagen, ihren Fehler wieder gut machen. Denn wenn die Terraner ja nicht die Terraformer entwickelt hätten damals, um sie bei ihren Koloniebemühungen zu unterstützen, würde es ja gar nicht die Xenon geben. Da müssten sich die ganzen Völker, die restlichen Völkern, müssten sich die restlichen Völker eigentlich ja nur noch mit den Kark umschlagen. Also von daher haben die Terraner ja schon irgendwie so ein bisschen was gut zu machen. Das passt aber Methan technisch. Aber Silizium sieht irgendwie schlecht aus. Silizium sieht schlecht aus. Haben wir denn... Autopilot ausgeschaltet. Na gut, das muss ich mir gleich mal anschauen. So, wo bin ich denn hier? Mammut-Angreifer. Okay, jetzt habe ich gerade so ein bisschen die Orientierung verloren. Wo hat er mich denn jetzt geparkt hier? Ich glaube, hier müssen wir hin. Ja. Asteroid. Schiffstechnologiefabrik. So, und das Schiff. Erfolgreich angedockt. Und das Schiff kann ich ja eigentlich auch als. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Als Erkunder fungieren lassen. So. Genau, ich wollte gucken, ob denn noch alle Schürfer komplett sind. Das sind sie. Gibt es einfach kein Silizium mehr oder was ist da los? Doch, der hat Silizium hier im Inventar.
aber es wird nicht als Die Firma Egosoft bedankt sich für den Erwerb ihres Produkts. Was jetzt hier wieder dran lag. Ja, da muss man immer noch eine Menge nachjustieren, glaube ich, aber ja, aber der eine hat ja, also eigentlich müsste Silizium auch wieder ganz normal, auch Erz sieht halt so nicht mehr so gut aus. Vielleicht doch nochmal einen dritten Schürfer investiere, naja, mal schauen. Oder noch ein paar mehr Schürfgründe suche. Gehen wir mal zu Delbasta und Rosotar. Wo ist denn dein ganzes Gerümpel hin? Oh, das finde ich jetzt ein bisschen schade. Das war immer toll, dass das hier so stand. Das hat halt so eine Veränderung reingeführt. Aber vielleicht hat er jetzt einfach mal vom Bosotar den Auftrag gekriegt, aufzuräumen. Das ist auch ein ganz anderes Büro. Das ist eine ganz andere Aussicht, oder? Ich habe doch sonst immer direkt hier auf meinen Start und Landung geguckt. Finde ich jetzt nicht so schön, dass sich das jetzt hier irgendwie so verändert hat. Aber gut, wir gucken mal, ob denn hier irgendwas mittlerweile, also unter A schon mal kein Agno-Fleisch, irgendwas Tolles dabei ist. Nö, 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 nö. Aber vielleicht sollte ich mal ein paar Sachen in den Laderaum packen, damit ich nicht irgendwann wieder hier nicht wieder belästigt werde. Gut. Ich hatte ja gesagt, eines der nächsten Projekte, die ich auch anfassen wollte, ist eine Nahrungsfabrik. Aber da haben wir ja gesehen, das ist dann noch ein bisschen teuer. Nee, Nahrungsfabrik habe ich, genau. Nee, eine Fleischfabrik habe ich, aber Nahrung habe ich nicht, genau. So, eine Wasserproduktion zum Beispiel ist ja dann auch relativ einfach. Die brauchen Eis. Und Eis müsste auch ganz normal wie beim Erdschürfer sein. Das ist ja kein Gas in dem Sinne. Also nicht mehr. Und die Nahrungsmittelproduktion ist ja... wahrscheinlich muss ich da... Ja, muss ich wahrscheinlich auch Fleisch herstellen. Das braucht... Wasser, also da brauche ich schon mal das Wasser für Produktion, Fleisch, und ich könnte mir vorstellen, aus dem Fleisch wird dann noch vielleicht noch mit irgendwas anderem, gute Frage, müsste ich dann gucken, wenn ich denn dann die Kohle dafür zusammen habe. Momentan bin ich ja so ein bisschen dann überlegen, was ich tue mit meiner Verteidigungsflotte oben in Tarkas Schlucht. Ich würde die eigentlich schon ganz gerne nochmal mit ein paar Nemesis verstärken. So. Was hat denn die Nemesis nochmal gekostet? Und zwar mit meiner Konfiguration. Naja, 3,3 Millionen. Dann wäre ich schon wieder... Ja, das Geld fehlt natürlich jetzt an allen Ecken. Und jetzt macht die natürlich auch nochmal negativ bemerkbar, dass ich die Bomber, also meine geplanten Quasar-Bomber, verheizt habe. Völlig sinnlos. Also die Xenon-Station war ja sowas von dermaßen heftig bewaffnet. Wen haben wir denn gerade hier?
Pass auf, du arbeite woanders für mich. Und zwar hier als Kapitän. Genau, dann kann nämlich jetzt die geometrische Eule, den Namen lasse ich auf jeden Fall auch so, mal so ein paar andere kleine Dinge übernehmen. Gut, hier ist noch nichts weiter. Das Sonnenkraftwerk reingekommen. Ich glaube auch, dass ich schon wieder zu teuer geworden bin. So wie ich das sehe, ist nämlich das Lager relativ voll und es kauft keiner. Deswegen gehen wir mal auf 15 zurück. Dass das Lager leer wird, quasi so als Ausverkauf. Kann natürlich aber auch sein, dass jetzt natürlich erstmal auf lange Frist jetzt alle erstmal gesättigt sind mit Energiezellen. Ich meine, die stellen ja auch noch selber welche her. Dass jetzt alles, was in den Baupipelines war, erledigt worden ist, sozusagen. Und deswegen jetzt hier keiner mehr kauft, denn die Lager sind bald übervoll. Ne? Also da könnte jetzt locker wieder verkauft werden. Und ich schätze mal, selbst mein zugewiesener Händler, der weiß halt gerade nicht, wo er was verkaufen soll. Na gut, gehört dazu, so ein kleiner Leerlauf. Die Haupteinnahmequelle ist ja hier. Nämlich mit Nanotronik. Und da kommt schon der nächste. Die kaufen das halt auch in kleinen Mengen ab. Das ist überhaupt kein Problem. Gut. Genau. Ich wollte jetzt mal schauen. Bei den Argonen. Da habe ich ja jetzt hier ein Preisfenster. Handeln mit Argon Schiffswerft. Wie sieht's aus? Was habt ihr an Bedarf? Also Hüllenteile gar nicht. Smart Chips haben sie. Aber Smart Chips stellen wir nicht hier, wir stellen Mikrochips her. Ansonsten doch hier Höhlenteile. Jetzt nicht ganz so. Erwarte Befehle. Nicht ganz so viel, aber. Sie werden benötigt. Also einmal hier und dann tun wir den Argonen jetzt auch mal was Gutes. Ja, es ergibt nicht ganz so viel. Ich warte darauf, dass Sie mir sagen, abzudocken. Den eigentlich schon im Standardverhalten gesetzt. Nämlich, dass du andocken und warten sollst, wenn du nichts weiteres zu tun hast. Genau, weil du kannst nämlich auch transportieren. Höhlenteile zu den Argonen. Mal gucken, vielleicht nehmen die Argonen jetzt ja ein bisschen mehr Energiezellen ab. Ja, die müssten jetzt alle nehmen. Zack. Gut, das waren nämlich, glaube ich, eh Energiezellen, die ich so irgendwie mal gesammelt hatte. Freie Familienrang 13. Da muss ich jetzt auch gleich mal gucken, ob denn die große Schiffswerft mittlerweile gefunden worden ist von
meinem Erkunder. Grüße, Freund. Ich bin stolz darauf, Ihnen mitteilen zu können, dass wir bei unseren Terraforming-Bemühungen große Fortschritte machen. Sie werden feststellen, dass unser Planet Terra Nova im Segaris-System jetzt wieder ein viel lebenswerterer Ort ist. Nochmals vielen Dank an Sie für die Rolle, die Sie dabei gespielt haben. Leben Sie wohl, mein Freund. Ja, sehr gerne, aber so schnell? Ich dachte so, Terraforming ist immer so ein langfristiges Projekt. Nemesis, Verteidiger. So, jetzt ist wieder Heimkommen quasi jetzt, nachdem ich ja lange Zeit in dieser kleinen Sardinenbüchse zurechtkommen musste. Ja, da kannst du mal Inventar ablegen. Na, Morea war ja der interessante Name. Also ich würde jetzt denken, dass die Werft... Ja, es kann natürlich auch sein, dass die sich hier befindet. Aber lassen wir ihn hier nochmal... Oder ich, nee, hier war das auch nirgendwo, ne? Nee. Gut, ich war jetzt schon länger nicht mehr da in der Nähe und ich lade die Handelsstation, wird entweder nicht mehr attackiert oder sie schon zerstört. Aber da liegen mir gerade keine Informationen vor. Ich schicke da mit Sicherheit jetzt auch nichts hin. Da muss ich die Erkundung selber durchführen. Erwarte Befehle. Dann gucken wir uns hier das System mal an. Das Schiff wird bald abdocken. Jo, alles klar. Ja, das ist alles schon erledigt. Achso, hätte ich auch hier drauf drücken können. Lieber Freund, unser Planet Terra Nova wurde während des ersten Terraformer-Krieges von den Xenon unbewohnbar gemacht. Die Xenon zerstörten zwar nicht unsere Städte, aber das Ökosystem des Planeten. Ja, alles klar. Gut, das ist ja... Auf Karte anzeigen. Ah, ja, das wird ein Nachbarsystem hier sein. Was mich danach nochmal viel mehr interessieren würde, ist, ich werde mein Getsu Fune, weil es muss ja noch andere Terraner-Sektoren geben. Also hier dürfen wir nicht rein. Das haben wir ja schon geklärt. Das sind die Systeme, die gesperrt sind, selbst für andere Terraner. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das die einzigen Gebiete der Terraner sind. Nur 4 Stück traue ich Egosoft eigentlich nicht zu. Wobei, gut, die gehören ja auch noch dazu hier. Naja, mal gucken. So, während wir jetzt da auf dem Weg sind, weil ich will jetzt unbedingt wissen, wie viel Kohle ich brauche für den Drachen. Nicht für den Drachen, für den Raptor. Ah, hier noch was für die geometrische Eule. Den Namen lasse ich auf jeden Fall so, den finde ich cool. Und wie gesagt, immer mal hier so ein Auge drauf haben, dass ich notfalls noch ein bisschen reagieren kann. Hat er denn jetzt eigentlich wieder 100%? Müsste er anhand der Reparaturdrohnen ja eigentlich. Ne, immer noch 93%. Ich glaube, mehr repariert er dann wohl auch nicht. Oh. Der Xenon hat keine Schilde mehr. Vielleicht sind wir jetzt im Vorteil, oder? Ne, da habe ich ja auch nicht. Okay. Das hätte eigentlich nicht passieren sollen, aber ja. Notfalls muss ich halt wieder weg. Aber ich habe jetzt alle Geschütze. Die anderen Geschütze sind ja draufgegangen.
als wir das Kleinzeug weggemacht haben. Aber ja, der Zerstörer ist noch hier. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Ich grüße Sie. Wir versuchen das jetzt mal zusammen. Also hier, Leitsystem. Weil jetzt... Autopilot eingeschaltet. Weil jetzt hat der Zerstörer nämlich alle Waffen. Das was bringt, weiß ich zwar nicht, aber gut, dieses Hin- und Herdrehen ist irgendwie auch komisch, aber ich glaube, das ist einfach nur die Anzeige. So, ja, da haben wir schon das Problem. Plasma, Großkampfschiffe angreifen. Dafür sind die da. Genau, dafür sind die nämlich da. Nicht, dass die mit dem Plasma dann auf ein anderes schießen, weil gut, in dem Fall wäre es glaube ich egal, es ist ja nur der eine da, aber trotzdem. Ja, mal gucken, ob wir denn da zeitnah hinkommen. Und vielleicht ein bisschen helfen können. Vielleicht die Triebwerke wegschießen, dass er nicht mehr so beweglich ist. Die Möglichkeit gibt es nämlich. So wie die ja unserem Zerstörer quasi die... unserem Zerstörer quasi die die Waffen weggeschossen hatten. Der Kleine hier hält sich aber wacker. Der hält sich aber wacker. Ob ich meine zwei Nova ausstarte. Auf geht's, komm. Wir sollen auch was tun. Oh, stimmt, die waren ja gar nicht repariert mehr. Das war jetzt, glaube ich, keine gute Erreiche Idee. Erreiche System, 18 Milliarden. Ich hätte die vielleicht auch vorher reparieren sollen. Naja, schauen wir mal, was wir tun können. Wird jetzt eh eine Weile dauern, bis wir da sind. Und machen können wir eh nichts und so schnell weggefeuert wird unser Zerstörer gerade nicht. Das passt also. Dann schauen wir hier. Erz und Silizium, das passt halbwegs. Und dann muss ich echt nochmal weitere weitere Schürfer engagieren. Sieht fast so aus. Sind wäre jetzt auf jeden Fall eine absolut schlechte Idee. Und die beiden Jäger leben auch noch. Aber dafür ist der von den freien Familien jetzt irgendwie weg. Ja, also nehmen sich beide nicht viel vom Schaden. Ja doch, da ist er noch. System, stiller Zeuge.
Aber war klar, dass der sich noch irgendwo da befindet. Also ich glaube, die Jäger werden das dauerhaft nicht überleben. Außer der Träger, also der Zerstörer von den Xenern, hat auch schon einiges abbekommen vorher und hat auch keine Geschütze mehr. Ja, wobei der wird bald draufgehen hier. Ja, gut, schauen, wie schnell wir dann brauchen. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt stiller Zeuge, Prophet Center Alpha, zwei Riesen, sengende Niederlage, dann wären wir da. Gut, solange kein Funkspruch von dem Zerstörer kommt, ich werde beschossen, ist das noch relativ easy alles. Wäre natürlich trotzdem schön, wenn noch irgendwie ein bisschen weitere Verstärkung kommen würde. Aber das habe ich nicht zu beeinflussen. Ja gut, das war es erstmal für diese Folge. Seid gespannt, wie der Kampf gegen das Xenon K weitergehen wird. Ich werde zwar auf jeden Fall versuchen, noch einzugreifen. Ich denke, das schaffe ich auch zeitlich, weil man sieht, das ist so ein Elefantenkampf irgendwie. Das dauert eine Weile. Deswegen seid gespannt, wie es weitergeht. Habt noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht gut. Ciao, ciao.